Hallo Philipp, schön dich zu sehen. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast. Hallo, ich freue mich auch, bei euch zu sein. Ich bin Philipp Büttner. Ich war jahrelang als Maler-Dealer in Hamburg und Stuttgart unterwegs und freue mich riesig dieses Jahr auf diesen Income-Schritt. Hast es gerade gesagt, man kennt dich bereits als Aladin. Erst alternieren, danach warst du die Erzbesetzung. Was reizt dich an diesem Taschendieb? Oh, das ist eine gute Frage, weil Aladdin war mein allererster Kinofilm, den ich gesehen habe. War ich noch relativ klein und ich war der größte Aladdin-Fan, den man sich vorstellen kann. Also es gibt Bilder von mir, wo ich mit 3 Jahren im Aladdin-Kostüm rumlaufe und ich hatte zu Hause alles, einen fliegenden Teppich, eine Lampe, Figuren. Ja, also das würde ich sagen, war ein Lebenstraum, muss ich wirklich so groß sagen. Was hat dich besonders an Aladdin gereizt? War es der Charakter oder war es, dass er eigentlich alle Freiheiten hat in Agrabah und da nun sich seinen Lebensunterhalt und, sag ich mal, nicht mit einem ehrenwerten Job verdienen muss, sondern sagen kann, ach, heute mache ich das und wenn ich was brauche, dann. Ich glaube, was mich sehr reizt, ist erstmal, dass es ein Charakter mit einem sehr guten Herzen ist. Es gibt ja am Anfang diese Szene, wo er das Brot, was er geklaut hat, den Kindern schenkt. Und man sieht sofort, okay, der ist natürlich in Umständen aufgewachsen, die es ihm sehr schwer gemacht haben. Aber dass da eben wirklich eine gute Persönlichkeit drinsteckt. Und dass man eben, wenn man so eine gute Persönlichkeit hat, im Leben alles schaffen kann, soweit, dass er sogar die Prinzessin von sich überzeugt. Ja, das stimmt. Kannst du dich noch daran erinnern, ab wie vielen Jahren Aladdin auf sich alleine gestellt wurde oder auf sich allein gestellt war, nachdem seine Mutter gekidnappt wurde? Also das wird ja im Film und auch im Musical nicht genau benannt. Das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil ich es ehrlich gesagt gar nicht weiß. Er war Weißt du ganze, es? ja, er war 2 Jahre alt, also wirklich im Kleinkindalter. Also laut den Disney-Büchern. Er hat ja einen ziemlich ungewöhnlichen besten Freund, den er eigentlich auch mehr oder weniger auf seiner Liebestour kennenlernt. Wen hat er als besten Freund? So, natürlich die Beziehung zu Abu, das ist am Anfang sehr prägend, weil sie einfach so ein eingespieltes Team sind. Man sieht das sofort, erstmal, dass sie sich gut verstehen, dass sie füreinander da sind und dass natürlich die auch einfach genau wissen, was der andere tut, um so ihre Liebeszüge zu machen. Ja, und natürlich hat das irgendwie schon was Besonderes. Ich glaube, das zieht sich ja oft durch diese Disney-Geschichten, dass die Helden oft mit irgendeinem, ja, vor allem Tieren zusammen sind. Ich denke auch, das zeigt wieder so ein gutes Herz, weil ich glaube, jemand, ja, ich habe mal gelesen, wie man zu Tieren ist, zeigt, wie man ist, und ich glaube, das kann man da gut sehen, dass man einfach Beziehungen zu Geschöpfen aller Art aufbauen kann. Ja, das sehe ich auch so. Jasmin hat ja auch ihren tierischen Begleiter bei sich. Wer ist Genau, der ist noch es? ein bisschen größer und ein bisschen stärker, der Tiger. Genau. Raja heißt der, oder? Genau. Und selbst der dunkle Jafar hat ja einen tierischen Kumpel, der ihn ständig Genau. begleitet. Bei uns im Musical war es kein Tier mehr, aber im Film ist es der Papagei. Und Genau. ich würde auch mal sagen, ein Liebling der Herzen, weil ich meine, das ist schon eine unglaublich tolle Figur. Der hat so einen unterschwelligen Charakter, der dann immer so hervorkommt. Es gibt etwas, das Jago auf den Tod nicht ausstehen kann, was der Sultan mit ihm macht. Und nachher rächt er sich auch Oh. dafür. Weißt du noch, was es war? Ja, das sind die Kekse, die er ihm immer füttert. Die trockenen Genau. Kekse, die er ihm immer einfach in den Mund reinsteckt. Und letzte Frage: Wie hypnotisiert Jafar den Sultan? Natürlich mit seinem Stab, mit diesem Schlangenstab und die Augen schauen tief in die Augen des Sultans und damit, ja, hypnotisiert er ihn mit seiner Magie. Genau, also die Aladdin-Rolle und die Aladdin-Leidenschaft war durchaus berechtigt. Hast du noch von Aladdin einen Song im Kopf, wo du sagst, den könntest du zu jeder Tageszeit singen? Oh, ich glaube, ich könnte sie alle zu jeder Tageszeit singen. Witzigerweise gibt es aber sogar einen, den ich glaube ich, wo immer die Leute sagen, ah, hast du nicht genug davon? Weil A Whole New World in meiner Welt ist so ein Lied, das fange ich einfach
zufällig am Tag anzusingen, ohne Grund. Das war schon vor Aladdin so, das ist nach Aladdin so. Und das ist natürlich auch der Song der Herzen, muss man natürlich jetzt auch ganz klar sagen. Wenn du willst, wir freuen uns über eine Na Kostprobe dessen. klar, na klar. Jetzt ist nur die Frage, welche Lyrics, ich kann sie beide, die vom Film oder die vom Musical, weil das wurde neu übersetzt Was du damals vom magst. Musical. Was Komm, dir dann nehme ich lieber doch jetzt die vom Film, weil ich musste tausende Male vom Musical ist. singen. Flieg mit mir um die Welt, sie gehört der Prinzessin. Niemals darfst du's vergessen, tief im Herzen bist du frei. Träume werden nie wahr, sieh nur hin, schon passiert es. Drunter drüber, du fliegst, als wär es plötzlich Zauberei. In meiner Welt kannst du die tollsten Dinge sehen. Hier sagt dir keiner Nein und sperrt dich ein und nimmt dir deine Träume. So schön, der Song. Den mag ich auch total Ja. gerne. Würdest du den auch auf der Musicalbühne jetzt, beziehungsweise während des Konzerts singen? Natürlich, A Whole New World ist natürlich dabei. Ich hoffe, das darf ich, soweit darf ich vorausgreifen. Aber ich glaube, das kann man sich denken, wenn man den Aladdin sich holt, dass man auf A Whole New World bekommt. Du hast aber auch sogar die Freiheit, schon weitere Songs von dir zu verraten. Schon weitere Songs. Oh, ich freue mich auf einen ganz besonders, nämlich aus dem neuen Hit Encanto, Oruguitas, den ja auf Deutsch auch Amado Soler singt. Das ist, glaube ich, eines meiner Highlights, auch weil es so neu ist, weil ich den Film auch unglaublich geliebt habe und ich mag auch gerne die Stimme von Alvaro Soler, deswegen freue ich mich riesig darauf. Jetzt überlege ich gerade noch was. Can you feel the love tonight von Elton John werde ich singen. Auch noch ein Lied aus, noch das Stolz auf mich sein, auch von Aladdin. Tja. Auch gemeinsam mit Enrico als dein Genie. Genau, das Ding ist natürlich, dass das Solo von dem, also dass Aladdin und Genie zusammen ein Lied singen. Deswegen, ich bin noch nicht, ich bin gespannt, wie es auf der Bühne performt werden wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich dabei sein werde. Da bin ich auch gespannt, weil es würde sich ja auch anbieten, wenn man schon beide Rollendarsteller irgendwo auf einer Bühne hat, dass Natürlich. man die auch nochmal vereint. Das Spannende ist natürlich, weil wir so wenig Probezeit haben, dass wir müssen jetzt alle Songs selber vorbereiten. Und dann haben wir ganz, 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 ganz wenig Zeit, um das alles rasend schnell auf die Bühne zu bringen. Und ich habe schon von den anderen gehört, die das schon gemacht haben. Das ist teilweise sehr verrückt und ist immer erstaunlich, wie gut das funktioniert. Wie gehst du daran, jetzt an die Songs wirklich dir einzupauken? Ja, also das Besondere ist vor allem, dadurch, dass wir natürlich so wenig Sänger sind, müssen wir, wenn wir keine Solos singen, oft sozusagen die Backing Vocals machen. Und das ist eigentlich das Schwierige, weil es dann viel Harmonien, viel mehrstimmige Sachen sind. Und das Wichtige ist jetzt einfach, diese Lieder im Schlaf zu können, dass wenn wir dann zur Choreografie und zum Staging kommen, dass das keine Frage mehr ist. Hat man da so ein bisschen mehr den Druck so im Hinterkopf, so nach dem Motto, oh Gott, ich stehe jetzt mit so vielen Kollegen auf der Bühne und wir haben alle unterschiedliche Songs. Ist ja was anderes, als wenn man im Musical-Ensemble draufsteht, wo wirklich alle diese Songs kennen. Ja, es ist, ich glaube, der Unterschied ist vor allem, dass man einfach viel weniger Zeit hat, dass wir vor allem auch weniger Zeit haben, uns aufeinander einzustellen. Das heißt, das muss rasend schnell gehen. Ich meine, zum Beispiel mit Mandy habe ich schon gesungen, und deswegen wird das ganz, ganz schnell gehen. Aber ich glaube, problematisch sind eben umso mehr, viel mehrstimmiger die Sachen sind, umso komplizierter das wird. Und das kann man einfach nur schaffen, indem man jetzt früh anfängt und einfach jeden Tag ein bisschen macht und immer wieder wiederholt. An welchem Song arbeitest du gerade? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch gar nicht angefangen. Doch. Aber, naja, ich meine, ich muss jetzt aber ehrlich sagen, Es ist ja es ist noch ja noch mehr Zeit. als ein Monat. Und ja, also mehr als 4 Wochen brauche ich nicht, um das vorzubereiten.
Bist du jemand, der schnell Texte lernen kann und sich schnell in Rollen reinfangen? Okay, dann Ich geht's. kann Texte und Melodie sehr schnell lernen und ich glaube, das kommt auch vom Beruf und ich muss auch ehrlich sagen, mir macht das Spaß. Also, weil es hilft einfach nichts. Auswendig lernen heißt hinsetzen und immer wieder machen, bis es so im Kopf ist, dass, ja, dass es einfach drin ist. Hörst du dir die Songs auch vorher immer wieder an, um ein schnelleres Gefühl jetzt vom Gehör dafür zu kriegen? Oder lernst du wirklich vom Textblatt? Nee, ich versuche eigentlich mit Noten und Text zu lernen, weil das Problem ist, wenn man das mit der Aufnahme macht, fängt man an, auch die Interpretation zu kopieren. Und das, ich höre mir die auf jeden Fall an, einfach als, weil die natürlich, um das Original zu kennen, aber nicht zu oft, dass man sozusagen seine eigene Version und das, was man selber machen will, rausholen kann. Gibt es einen Song, den du unwahrscheinlich gerne gesungen hättest, der aber vielleicht bei der Songauswahl jetzt nicht mit bei war? Oh, gute Frage. Ja, es gibt einen Song, der ist sogar noch drin, nur dadurch, dass wir das hat sie jetzt verschoben durch die letzten 2 Jahre und die ganze Setliste hat sich ein bisschen geändert von damals. Und deswegen gab es den Song Denk stets an mich aus Coco. Den hätte ich damals gesungen und den singe ich jetzt aber nicht mehr. Und da blutet ein bisschen mein Herz, weil das Lied mag ich sehr, sehr gerne. Warum? Aber Gibt der es ist einen noch dabei. Grund? Ja. Gibt es einen Grund Ich dafür? glaube, einfach, weil sich natürlich dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel diese Encanto, den Film gab es ja damals noch gar nicht, jetzt haben wir da ganz viele Songs eingenommen. Und dann habe ich jetzt eben Ordu-Gitas, was ich singe. Und einfach damit das ausgeglichen bleibt, haben sie das dann geändert. Was gefällt dir an den Disney-Filmen? Weil man merkt ja, du hast nicht nur einen Disney-Film gesehen, auch wenn Oh, Aladdin der Lieblingsfilm bleiben wird. ich habe sie, ich glaube, so gut wie alle gesehen. Was liebe ich an den Disney-Filmen? Disney-Filme nehmen einen immer mit in eine andere Welt. In den Disney-Filmen gewinnt immer das Gute, die Freundschaft, die Liebe. Die Disney-Filme zeigen oft, dass man mit Mut und Arbeit und einem guten Herzen vorankommt. Man hat immer was zu lachen, man hat immer was zu weinen. Ich liebe Musik und es gibt einfach so tolle Songs in den Disney-Filmen. Also, da sind ja so viele Meisterwerke entstanden, die man einfach auf und runter hören kann und die man einfach auch, ich liebe es, sie zu singen. Gibt es auch einen Song, der normalerweise von einer weiblichen Figur gesungen wird, wo du sagst, der wäre vom Inhalt was für mich? Oh, den habe ich sogar witzigerweise schon öfter auch gesungen bei Konzerten. Jetzt muss ich nur überlegen, wie er auf Deutsch heißt. Wenn er Moana. hört, darfst du ihn auch gerne ansingen. Okay, ja, das mache ich doch. Wieder zieht es mich zum Meer, sie zum Horizont. Ich fühle dieses Fernweh, kann es einfach nicht verstehen. Ich wäre gerne die perfekte Tochter, doch starre ich nur auf das Wasser, will es mir nicht eingestehen. Ich kenne jeden Weg, jede Lichtung hier, jeden Schritt von mir führt mich wieder her. Doch ich kann nicht fort, nicht zu jedem Ort, der die Sehnsucht weckt. Wo das Meer sich verliert, schwebt ein Klang. Er rufte mich, ist das denn wahr? Bin ich bereit? Das liebe ich einfach. Ich bin bereit, aus Vajana. Ich bin bereit, da haben wir den deutschen Titel. Auch ein sehr, sehr schöner Song mag ich auch sehr, weil er so kraftvoll ist und halt wirklich anschwillt im Laufe des Textes. Finde ich sehr, sehr schön. Ich mag es auch bei den modernen Disney-Filmen, wie sich einfach vor allem auch die Themen geändert haben. Das ist weg von diesem, hey, ich brauche den Prinz in meinem Leben und dann wird alles gut, hin zu, ich habe selber einen Traum, ich will selber was erreichen, ich sehne mich nach was und kann meine Träume verwirklichen und habe diese Kraft selbst in mir.
Und das heißt nicht, dass er nicht Partner und der Prinz nicht auch was Schönes ist oder die Prinzessin, aber trotzdem, ja, das hat sich ja auch, sagen wir mal, in den letzten 50 Jahren sehr verändert. Und Naja, das wollte ich auch sagen, ja, beide Daumen hoch, Disney. die Themen sind sehr vielseitig geworden und es werden viele kulturelle Unterschiede und Einflüsse mit eingebracht, wodurch jede Geschichte wirklich so eine eigene geschlossene Welt in sich darstellt, was sehr, sehr schön ist. Wie wichtig ist jetzt, du selber gesagt hast, es wurde verschoben, leider Gottes wegen Corona. Wie wichtig ist es jetzt für dich, nachdem wir wieder ein bisschen mehr dürfen, zusammen sein dürfen, diese Freude halt wieder zu teilen mit einem Publikum? Ach, es ist unglaublich. Ich glaube, Disney im Konzert wird für mich der größte Job in meinem Leben, was die Zuschaueranzahl einfach angeht. Dann einfach mit dieser Musik, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, es gibt keine schöneren Songs als die Disney-Songs. Und ich kann es kaum erwarten, die Kinder, die Eltern, die Freunde im Publikum zu sehen und die glitzernden Augen, die endlich wieder Musik zusammenkommen, erleben dürfen. Das ist etwas ganz Besonderes. Auf welchen Song freust du dich auf der Bühne am meisten? Oh, das ist eine gute Frage. Ich freue mich sehr auf We Don't Talk About Bruno. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, muss ich jetzt ehrlich gestehen, weil ich ihn Ich immer glaube, auf wo Englisch ist lerne. Bruno oder wo ist Bruno? Also fast eigentlich genau das gleiche, eins zu eins übersetzt. Da freue ich mich riesig drauf, weil es auch so ein großes Spektakel ist und mit der Musik Linol, oh, jetzt will ich den Namen nicht falsch sagen. Ja, ich sag ihn lieber nicht, komm. Einfach, ich freue mich riesig auf We Don't Talk About Bruno. Und ich bin sehr gespannt, wie die Choreografie dazu sein wird. Ja, im Film ist es ja eine sehr rasante Nummer und der Schlagabtausch zwischen den ganzen Familienmitgliedern ist ja relativ zackig aufeinander getimt. Also wie das denn umgesetzt wird auf der Bühne live, bin ich auch sehr gespannt. Das Schlimme ist, ich kann es dir auch nicht mal sagen, weil ich es noch gar nicht weiß. Das ist ja auch wie mit Kostüme. Gibt es Kostüme? Gibt es Anleihen an Kostüme? Das weiß ja bis jetzt auch noch keiner. Das wird ja auch noch die große Überraschung für euch, für die Zuschauer Genau. sowieso, aber auch für diejenigen, die da draufstehen. Auch wie es am Ende klingen wird, wie diese mit diesem großen Orchester diese ganzen Lieder zu machen, bin ich sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, es gibt nochmal diesen extra Kick, der unter die Haut geht. Gibt es ein Disney-Musical, wo du gerne außer Aladdin auf der Bühne stehen würdest und sagen würdest, die Rolle wird mir auch gefallen, das wird mich auch reizen? Oh, ich glaube, viele. Ich würde sehr gerne mal Prinz Erik in Ariel spielen, Tarzan in Tarzan. Jetzt muss ich weiter überlegen, gibt es noch mehr? Fällt mir noch mehr ein? Naja, auf jeden Fall die zwei. Ganz um Glöckner, Na, natürlich. Wäre auch was Tolles. oder der Bernd in Mary Poppins. Harold in Mary Poppins. Also, die Stücke sind da und ich hoffe, dass sie alle kommen. Es gibt ja noch so, so viele Filme, die man alle auf die Bühne bringen könnte. Also ich kann mir auch Encanto als Live-Musical unwahrscheinlich gut Ich vorstellen. Oder Vaiana. bin sehr gespannt und ich glaube auch, dass Disney da dran ist, weitere Stücke zu. Oh, natürlich, eins fehlt, Herkules. Das kommt, glaube ich, bald. Das kann sein. Ich glaube, ich habe gehört, dass die in Amerika dran sind, das zu entwickeln. Das wäre auch sofort ein Stück. Oh, dieses Lied liebe ich auch. Unglaublich. Ja, es gibt zu so viel. Man kann sich immer nicht auf einen Film, auf eine Figur, auf einen Song irgendwie festlegen, weil man hat so viele Einflüsse, dass man ja heutzutage alles hat. Und wie du schon gesagt hast, du freust dich auf die Kinder im Publikum und die strahlenden Augen. Hast du in deinem Umfeld kleine Kinder, denen du jetzt erzählen konntest, ja, ich stehe auf der Bühne, ich darf für Disney singen? Ja, die Kinder von meiner Cousine, die hatten einen Sohn und eine Tochter, die sind jetzt gerade in die Schule gekommen. Und da freue ich mich sehr. Und die Kleine ist ein riesiger Frozen-Fan, natürlich. Wie kann es anders sein? Natürlich, da kann ich weder die Elsa noch die Anna sein, aber trotzdem Ach, glaube warum ich, nicht? das ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Wäre ich auch sofort dabei, wäre ich sofort dafür zu haben. Also Aber Anton ja, hat schon die Elsa gesungen.
Mit ich als. Au. Au. Na. Wie gesagt, ich habe die Vajana. Genau. Also in dem Das, Sinne. aber ich glaube, es wird das ganz Besonderes für die, weil die. Ich habe sie auch gefragt, wen sie lieber mag, Anna oder Else, aber sie konnte sich nicht richtig entscheiden. Und ich weiß nicht, ob sie es mir noch nicht verraten wollte oder ob sie wirklich sich nicht entscheiden kann. Dann musst du sie jetzt mit deiner Präsentation von Vajana überzeugen. Das stimmt. Danke dir für deine Zeit. Dankeschön, ebenso.